Wir haben gerade wirklich wieder eindrucksvoll gehört, und das tun wir jeden Tag, wie ernsthaft diese Auseinandersetzung oder dieser Angriffskrieg Russlands ist. Und wir bekommen auch mit, was das für Folgen hat für unsere Sanktionen, die wir vollends unterstützen und die auch auf lange Sicht weiter durchgehalten werden müssen. Natürlich bedeutet das, dass wir in Deutschland höhere Rohstoffpreise haben, weil wir, und das sind außenpolitische Einschätzungen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, eine zu große Abhängigkeit bei Energieträgern von Russland entwickelt haben, weswegen wir da ja auch schrittweise raus wollen. Dennoch kann man die Menschen mit diesen Spritpreisen nicht alleine lassen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass unser Bundesfinanzminister dazu einen sehr konkreten Vorschlag gemacht hat, wie wir die Menschen entlasten können. Ich kann natürlich nicht genau sagen, wie hoch der sein wird und wann das beginnt, aber es ist das Schnellstmögliche. Wir haben das wirklich sehr genau geprüft, und ich freue mich sehr, dass dieser Vorschlag jetzt auf dem Tisch liegt und natürlich auch auf die Diskussion. Ja, da muss ich antworten. Denn, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben ja zwei Stränge. Der eine Strang ist die Energie. Wir haben den Teuerschock durch den Krieg. Den spüren wir jeden Tag. Nicht nur, dass natürlich auch durch die Zulieferung von Teilen die Lieferketten unterbrochen sind, dass vor allem auch für die Automobilindustrie es eine ganz harte Zeit ist. Die Bänder stehen still, die Leute gehen in Kurzarbeit. Und dann kommen sie nach Hause und haben auch noch die erhöhten Energiepreise. Da ist das Paket, das geschnürt wurde von dieser Ampelkoalition, von dieser Bundesregierung, zu klein. Und auf der jetzt aktuellen Seite, dieser Rabattvorschlag von Christian Lindner, da muss ich einfach sagen, der ist viel zu kurz gesprungen und auch viel zu kompliziert. Also die FDP hat sich immer aufgeschaukelt als eine Entbürokratisierungspartei. Ich kann mich erinnern, bei der Bonpflicht für den Bäcker und von vielen anderen mittelständischen Betrieben hat die FDP eine Kampagne gemacht. Jetzt macht sie dasselbe. Für mich ist entscheidend, dass es beim Preisschild darum geht, wenn man an der Tankstelle vorbeifährt, dass die Anzeige den wahren Preis wiedergibt. Ich bin im Grenzraum, wo viel Tanktourismus momentan zu Österreich ist. Da ist entscheidend, was dort ausgewiesen ist als Preis. Da fährt nicht einer hin und schaut dann und sagt, welchen Rabatt bekomme ich, dann tanke ich das rein, dann gehe ich zum Tankwart, dann sage ich, bitte, bitte, ich habe meine Karten sowieso nie dabei, die Bonkarten, ja, das kommt noch erschwerend hinzu, dann kriege ich noch einen Rabatt und der Tankstellenbetreiber soll dann mit dem Finanzminister abrechnen. Da ist Herr Scheuer, tanken Sie denn überhaupt immer selbst? Ja, natürlich. Immer. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und deswegen weiß ich auch im Unterschied zum Bundeskanzler, was der Liter Sprit kostet. Und wo liegt der im Moment? Ja, im Durchschnitt 2,30. Also da ist sogar der Diesel jetzt noch teurer durch die Heizölabfragen, viermal so hoch wie sonst. Sieht man, dass die Leute in Panik sind. Und dementsprechend, es ist ganz einfach. Schlagen Sie von der Ampelkoalition etwas vor in dieser Woche und wir machen 40 Cent günstiger, dann kommen wir unter die 2 Euro. Und wie erreichen wir das? Erstens Reduzierung der Energiesteuer, zweitens Reduzierung der Mehrwertsteuer, drittens eine erhöhte Beimischungsquote für Biokraftstoffe. Dann helfen wir nicht nur dem Privatsektor, sondern vor allem auch dem Gewerbe, vor allem dem Speditionsgewerbe. Uns darf nicht passieren, dass die Lieferketten unterbrochen werden. Uns darf nicht passieren, dass 47.000 Unternehmen in der Speditions- und Logistikbranche, die selber auf dem Hof beim Logistikzentrum meistens Betriebstankstellen haben, dass diese Speditionen ihren Betrieb einstellen müssen, weil sie die Preise nicht mehr weitergeben können und die Regale leer sind. Da wäre dann die Ampel dafür verantwortlich, für diese leeren Regale. Und das will ich nicht. Deswegen ein ehrliches Angebot. Diese Woche abstimmen, können wir sofort die Wissen Gesetze klar machen. Herr Scheuer, ich gönne es Ihnen richtig. Sie wurden ja selbst so oft mit Forderungen zugeballert als Verkehrsminister. Jetzt dürfen Sie auch mal hier sitzen und schön draufhauen. Ja, aber wissen, ich hoffe, Sie genießen sie, es Frau Schien, Ihrer Zeit. Ich bleibe halt dann glaubwürdig, weil ich habe nämlich vor der Bundestagswahl am 6.9. die Spritpreisbremse gefordert, wenn es über Verantwortung mehr dafür haben. Nee, also, aber auch absehbar. Also. Herr Kollege, Sie sind ja noch sehr jung dabei im Bundestag, aber 6.9.2021 war vor der Bundestagswahl. Ja, aber da war ja schon absehbar. Da war ich, ja, kommen's. Und da war ich im Gleichschritt mit dem FDP-Vorsitzenden Lindner, der hat die Spritpreisbremse auch gefordert. Ich kann es nachweisen. Schauen Sie bei Bild TV nach im Archiv. Und am 13.10. habe ich nochmal nach der Wahl das gefordert, wenn es über die 2 Euro geht. Und jetzt könnte er glaubwürdig
glaubwürdig sein. Christian Lindner könnte glaubwürdig sein und bei der Spritpreisbremse, so wie die von der Union vorgeschlagen wird. Man erwirbt aber keine Glaubwürdigkeit bei den Menschen, wenn man EU-rechtswidrige Vorschläge macht und die dann umsetzt und die werden dann wieder kassiert. Also ich weiß, Sie haben oft eine andere Rechtsauffassung als der EuGH, aber Sie wissen selbst, die Mehrwertsteuer in Deutschland, die kann nicht mal eben ermäßigt werden, denn die Mehrwertsteuersystemrichtlinie regelt in Anhang 3 und Artikel 102, auf welche Produkte der ermäßigte Satz angewandt werden kann. Warum haben wir es dann bei Gastro wegen Corona gemacht? Warum haben wir es bei Gastro-Produkten? Weil es da um Lebensmittel geht und die sind in Anhang 3 aufgeführt. Also da gehen Sie die Nummern durch. Das ist sehr, sehr leicht, das zu fordern. Wenn man es aber nicht rechtskonform macht, dann wird es am Ende wieder kassiert. Und deswegen sage ich ja gerade, wir können auch gleich nochmal über die Energiesteuer sprechen. Wir haben uns das sehr genau angeschaut. Wir haben sehr genau auch gerechnet, was hat am Ende welche Auswirkungen. Und wir können nie garantieren, dass die Rohstoffpreise sich nicht wieder so erhöhen, dass das eingeholt wird. Also das sind Weltmarktpreise und deswegen muss man erstens aufpassen, dass das Geld auch an die Menschen zurückkommt und nicht irgendwo bei Ölmultis oder so versinkt. Und andererseits muss man es EU-rechtskonform machen. Ich bin auch dafür und ein bisschen enttäuscht, dass man das auf EU-Ebene, Sie haben ja gerade gesagt, ich bin noch jung, da lernt man noch einiges, dass man das auf EU-Ebene nicht so einfach mal machen kann. Und gerade in der Notsituation würde ich mir da mehr Flexibilität wünschen. Wir müssen aber jetzt konkret mit dem arbeiten, was wir haben. Und da sagen wir 20, 30 Cent, je nachdem, wie dieser Tank arbeitet. Der Vorschlag von Christian Lindner ist ja auch eigentlich Macron Plus. Weil Christian Lindner macht ja anstatt 15 Cent, machen wir ja 20 Cent ab 1. April. Deswegen müssen wir doch eigentlich sagen, sind wir mal besser als die Franzosen. Ja, aber Frau Schink, da muss man schon dazu sagen, der Preis für einen Liter Sprit in Frankreich ist momentan unter 2 Euro, nämlich 1,97. Die haben ein ganz anderes Steuerniveau. Wir sind weit über dem Mindeststeuersatz, den die EU vorgibt. Und deswegen wundere ich mich gerade, weil dann hat ja Christian Lindner im Wahlkampf nach Ihrer These was Europarechtswidriges gemacht. Jetzt sage ich Ihnen, wissen Sie, dieser Vorschlag ist ja schnell gekommen, weil letzte Woche hat ja Christian Lindner gesagt, es wird noch gar nichts gemacht. Jetzt, heute wachen wir auf mit einem neuen Vorschlag, einem Mini-Rabatt. Und sofort in derselben Sekunde widerspricht SPD und Grüne. Das ist doch Chaos. Mensch, machen wir doch einfach in dieser Woche ein klares Signal der Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger mit den Stimmen der Union, wenn es in die richtige Richtung geht, nämlich die drei Punkte, die ich angesprochen habe. Man hat gesagt, dass wir gar nichts machen wollen. Herr Mölling, ich nehme Sie jetzt mal rein, ja, nachdem hier Ich verstehe, glaube ich, ich finde es ja total schön, dass sich Politiker mal über Verfahren streiten, weil normalerweise sind es ja immer die großen Visionen. Ich sehe den Unterschied jetzt noch nicht so ganz. Ist das gerade jetzt nur ein Unterbietungswettkampf, wer sozusagen am meisten Cents auf den Tisch legen kann? Oder wo liegt eigentlich der Unterschied? Also wenn ich meiner Mutter jetzt erklären muss, das eine oder das andere, das wäre das Richtige. Wo ist der Unterschied? Wir haben ja wirklich, und das ist wirklich wichtig, dass man es konkret vielleicht mal kurz aufdröselt, weil das ein wirkliches Problem ist, was ich auch generell in Deutschland sehe, was man auch mal langfristig angehen könnte, aber jetzt müssen wir kurzfristig ran. Der Benzin-Dieselpreis, der bildet sich in Deutschland zu einem großen Teil nicht aus dem Rohstoffpreis, sondern aus einer Energiesteuer, die beträgt beim Benzin 65 Cent, beim Diesel 47, aus der Mehrwertsteuer jetzt noch CO2-Preis. Also da gibt es sehr konkrete Ansätze, die man fahren kann. Natürlich wollen wir nicht Weltmarktpreise subventionieren, aber wenn wir es dann rechtssicher für die Menschen auch machen wollen, dann müssen wir es sehr konkret und auch sehr rechtskonform umsetzen, denn ansonsten verlieren die Menschen noch mehr Vertrauen. Und diese Aussetzung der Energiesteuer, ich habe gerade Sätze genannt, wir sind uns einig, wir wollen nicht die Staatseinnahmen völlig leer laufen lassen. Mal sagen wir mal, wir setzen das aus, dann sinkt der Benzinpreis um akut 65 Cent. Finde ich ganz interessante Idee, kann ich auch diskutieren. Aber was ist, wenn wir die wieder einsetzen? Dann ist der Staat verantwortlich für 65 Cent plus. Dann müssen wir schon. Sehr, ich habe keine Angst. Also Sie haben es ja 16 Jahre Moment, nicht gemacht. Wir haben es in einem halben Jahr jetzt. Ich darf Ihnen und Ihrer Mutter sehr, sehr einfach erklären. Beim Herrn Lindner steht weiterhin der Spritpreis auf der Anzeige, nämlich 2,30 Euro. Richtig. Du gehst zum Tanken, tankst, gehst rein und holst dir mit diesem Preis einen Rabatt vom Tankwart, der wiederum abrechnet dann später diesen Rabatt mit dem Finanzministerium. Das geht übrigens nicht über eine Schublade voller Bons. Also wundert mich, wie die CSU gearbeitet hat, aber das geht schon auch. Aber das geht mittlerweile auch. Das ist Ihre Variante. Unsere Variante ist, lass den Preis oben stehen an der Straße mit dem reduzierten Steuerminderungsbetrag über Energiesteuer und über Mehrwertsteuer mit einer erhöhten Beimischungsquote und die steuerfrei, dann hätten wir auch noch was fürs Klima getan. Und dann zahlst du einfach diese 1,97 an der Zapfsäule und du brauchst
nur tanken, zahlen, wieder gehen und nichts verrechnen. Scheuer, bevor wir uns jetzt in die Debatte über die Technik noch weiter verlieren, ich finde es aber auch sehr spannend, würde ich gerne einmal zu Paul Ronsheimer noch mal aus Kiew eine etwas übergeordnetere Frage stellen, Paul, die sich ja auch viele Deutsche fragen mit Blick auf die steigenden Tankpreise, Energiepreise. Du hast eben schon das Ölembargo angesprochen. Müssen wir Deutschen für die Freiheit zahlen? Du bist vor Ort. In gewisser Weise tragen wir natürlich Konsequenzen unseres moralischen Handelns. Es wäre eine Lüge zu sagen, das ist nicht der Fall. Aber man muss sich diese Frage eben, glaube ich, viel größer stellen, als einfach zu sagen, machen wir das jetzt, weil in der Ukraine Krieg herrscht. Am Ende geht es um unsere Werte, auch um unsere Freiheit und vor allem um die Frage, was könnte Wladimir Putin als nächstes tun? Und was tut er, wenn er hier in der Ukraine Erfolg hat? Greift er dann ein NATO-Land an? Wladimir Zelensky hat in einem der Interviews, die ich mit ihm geführt habe, gesagt, wer weiß, vielleicht steht er irgendwann in Ost-Berlin. Das mag jetzt der ein oder andere Zuschauer oder die ein oder andere Zuschauerin für völlig verrückt halten, aber viele hier oder viele in Deutschland haben auch mich und andere für verrückt erklärt, als ich gesagt habe, es ist nicht ausgeschlossen, dass bald Krieg um Kiew geführt wird. Und darüber reden wir schon viele Jahre. Von daher ist bei Wladimir Putin ganz generell gar nichts mehr ausgeschlossen. Wenn wir uns die Benzinpreisdiskussion anhören, dann finde ich es sehr wichtig, dass die geführt wird. Denn es ist natürlich einfach für jemanden wie mich, der ein sehr gutes Gehalt hat, zu sagen, frieren wir für die Freiheit und Dinge wie das. Ja, das ist etwas, wo man eben mit den Menschen sprechen muss, die weniger Geld im Portemonnaie haben. Und vor allem muss die Politik ihnen helfen, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Denn ich glaube, das Schlimmste, und ich bewerte es ja ganz bewusst auch von hier aus der ukrainischen Perspektive, wäre, wenn dadurch eine soziale Explosion entsteht in Deutschland, so will ich es einmal nennen. Leute, die wütend sind, weil sie die Zeche zahlen müssen und dann sich die Wut auf die Ukraine entlädt. Das wäre etwas, was wir unbedingt verhindern müssen. Und deswegen finde ich diese Diskussion wahnsinnig wichtig. Und vor allem, egal, da bin ich jetzt nicht im Technischen so drin, aber egal in welcher Form. Und ich glaube, ganz besonders wichtig ist, dass es schnell passiert.